Ja, ich stehe hier mit Simon Kowalewski. Simon ist schon seit langer Zeit Pirat und war auch im Abgeordnetenhaus und ist jetzt wieder Kandidat für die Bundestagswahl. Da stellt sich die Frage, warum engagierst du dich für die Piratenpartei? Hallo Maha. Naja, ich war schon immer ein politischer Mensch. Anfangs war ich ein bisschen ideologisch verbunden mit den Grünen, sag ich mal, bis 1998, als sie den Jugoslawienkrieg vom Zaun getreten haben. Dann bin ich in die Linke eingetreten, wo ich dann war. Die war allerdings auch 2006 nicht mehr so meine politische Heimat, als sie sozusagen von der WASG geschluckt wurde. Zumindest hat sie sich für mich als West-PDSler so angefühlt. Und dann habe ich die Piraten entdeckt und bisher bin ich dabei geblieben, weil die Piraten eigentlich die Partei sind, die wie keine andere für wichtige Sachen steht. Einerseits für die Freiheit aller Menschen, aber eben auch für eine gewisse Verantwortung für unsere Welt. Sie steht für Demokratie und ich denke mal, das ist die hauptsächliche Geschichte, wenn wir in einem demokratischen System leben wollen, dass wir dann eben auch aktiv die Demokratie fördern. Ja. Und eben für alles, was man dafür braucht, zum Beispiel den Zugang zu öffentlichen Daten. Das Stichwort da ist Transparenz. Ja. Ja, genau, das sind natürlich sehr wichtige Punkte und damit hast du auch schon meine zweite Frage in Angriff genommen. Warum sollte man die Piraten wählen? Naja, ich denke mal, das Wichtigste ist einfach, dass wir nicht die Stimme schlucken sozusagen und dann 4 Jahre lang damit irgendwas machen. Bis zur nächsten Wahl, was auch immer. Vielleicht was in unserem Programm steht, vielleicht aber auch was völlig anderes. Das sieht man ja auch immer, dass Parteien ihr Programm relativ schnell vergessen oder ihre Koalitionsvereinbarungen. Sondern, wie machen das die Piraten? Die Piraten geben den Leuten eigentlich aktiv die Stimme zurück, indem sie sagen, wir wollen das Wahlrecht ausweiten, wir wollen viel mehr Volksentscheide, wir wollen auch einen direkten Eingriff in die Parlamente über Open Antrag, über Liquid Feedback. Also sozusagen, dass die Parlamentarier von den Piraten eben auch viel besser von der Basis sozusagen ferngesteuert werden können. Ah ja, ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt und das hat man ja auch wohl in Berlin versucht, in deiner Zeit als Abgeordneter. Ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, wir waren die erste Piratenfraktion überhaupt. Wir haben natürlich auch sozusagen die Schmerzen, die man so erlebt, wenn man mit 15 Leuten plötzlich zusammenarbeiten muss in einer ganz neuen Situation. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder... Geht? Okay. Wenn man plötzlich zusammengeschmissen wird und dann zusammenarbeiten muss. Aber wir haben natürlich immer versucht und das ist letztlich auch das, was dazu geführt hat, dass so viel sozusagen auch über unsere Fraktion berichtet worden ist. Wir haben immer gesagt, die Tür ist offen bei Fraktionssitzungen, alle können zuschauen. Wir haben ins Internet gestreamt, wir haben Protokolle veröffentlicht, wir waren also da in dem Punkt absolut transparent und das war eben auch wichtig und das war es auch für alle. Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und ein ganz großer Vorteil, eben diese Transparenz, die ist wirklich nötig. Und ja, ich sehe das bei anderen Parteien eben gerade nicht, sondern ich sehe überall, dass eben doch gemauschelt wird, im Hinterzimmer irgendwas entschieden wird. Ja, weil Transparenz ist ja auch anstrengend, das muss man ja auch sagen. Also man, das ist wenn man in der Tat so. Jedes Wort und seien es auch mal die nicht so sehr freundschaftlichen, wenn man die sozusagen überall im Internet wiederfindet und sie am nächsten Tag in der Zeitung stehen, das geht einem natürlich auch auf den Sack. Aber wenn man eben jetzt eine Partei ist, die sagt, das ist für uns sozusagen eines unserer absoluten Kernthemen, dann kann man ja nicht anders. Ja, genau, richtig. Ja, jetzt, das passt auch gut zu unserem heutigen Thema. Wir stehen ja hier am Bahnhof Südkreuz, man hat es schon gehört und gesehen. Und ja, was macht den Bahnhof Südkreuz so auffällig? Warum müssen wir hier stehen? Was hat das mit unserer Politik zu tun? Erstmal ist es natürlich ein sehr interessanter Bahnhof. Also es ist in der Bahn so ein bisschen der Bahnhof, wo viele Sachen ausprobiert werden. Sei es jetzt alternative Energie, Mobilitätskonzepte, neue Informationen für die Fahrgäste und so weiter. Passiert alles hier am Südkreuz. Aber eben auch ein Projekt, was wir nicht ganz so gut heißen können, nämlich die Gesichtserkennung. Ja. Der Bahnhof Südkreuz war ja schon immer mit einer sehr dichten Videoüberwachung. Das ist richtig. Und jetzt wurde das sozusagen noch eine Stufe höher geschaltet. Jetzt gibt es ein Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung. Das beschränkt sich momentan auf freiwillige Teilnehmer. Die wurden von der Bundespolizei sozusagen mit Geschenkgutscheinen geködert.
Ja. Und sogar noch mit Zusatzpreisen für diejenigen, die am häufigsten erkannt werden da im Bahnhofsgelände. Also das sind halt Leute, die mitmachen bei dem Projekt und sich erkennen lassen wollen auch. Genau. Allerdings die Kameras laufen auch für die, die sich nicht erkennen lassen wollen. Ja. Wir haben das dann so gemacht, dass es solche sogenannte Erkennungsbereiche gibt, so heißt das dann. Da sind die Kameras, die Gesichtserkennung machen. Und dann gibt es einen anderen Bereich, wo man lang gehen kann, wenn man nicht damit einverstanden ist. Ja, ja. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Benutzung des Bahnhofs dadurch natürlich erschwert wird, wenn man bestimmte Bereiche nicht betreten kann. Also was ja ganz lustig ist, ist, dass man zum Beispiel zum Burger King nicht mehr kann. Zum Burger King kann man noch, ohne sich erkennen zu lassen, zum Bäcker allerdings nicht mehr. Ja, ja, das Problem ist, wenn man zum Beispiel mit der Rolltreppe fahren will, auf der einen Seite ist die Rolltreppe von oben nach unten im Erkennungsbereich, die andere nicht im Erkennungsbereich. Muss man den Rollkoffer über die Treppe buchten. Ja, das Wort Erkennungsbereich ist auch sehr schön, weil es ist eigentlich die Sache so ein bisschen verharmlost, denn es geht natürlich nicht darum, dass irgendwie was erkannt wird, zum Beispiel eine Straftat oder so, sondern es geht tatsächlich um die Gesichtserkennung. Gesichtserkennung. Wobei das natürlich auch eine rein virtuelle Grenze ist, denn die Kameras sind überall. Mhm. Und wo die Software jetzt genau eingeschaltet ist und wo sie nicht aktiviert ist, das kann man ja auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Der Betrieb funktioniert ja deshalb momentan eben auch nur mit den Freiwilligen, weil es noch keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, Gesichtserkennung am Bahnhof zu machen. Das ist auch das, was mit diesem Pilotprojekt erreicht werden soll, denn ich hatte ja schon gesagt, die Probanden werden dafür belohnt, möglichst oft erkannt zu werden. Mhm. Das heißt, am Ende wird man natürlich präsentieren können, das Ergebnis dieser Studie, das funktioniert alles total super. Und dann ist natürlich gerade bei den sicherheitsfanatischen Politikern von SPD und CDU ganz schnell sozusagen auch der Wunsch, wenn das System so gut funktioniert, dann sollten wir es natürlich auch in den Produktivbetrieb übernehmen. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man macht ja nicht eine Gesichtserkennung, um hinterher schöne Fotoalben zu haben, sondern da steckt natürlich noch mehr dahinter. Warum will man die Gesichter der Menschen wissen und warum oder erkennen und warum ist das ein Eingriff in die Grundrechte? Das ist ja vor allen Dingen die Frage. Ja, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich die Suche nach ganz bestimmten Personen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Fahndung, die läuft nach einer bestimmten Person. Und wir haben ja jetzt schon die Situation, dass diese Person dann nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen kann, weil da wird ja schon der Pass kontrolliert. Mit dem Auto kann sie auch nur noch beschränkt fahren. Da stehen überall diese Toll-Collect-Kameras rum. Das heißt, auch das Reisen mit dem Auto ist schon schwierig. Das Letzte, was bisher noch möglich war, anonym zu reisen, war die Bahn. Und das ist natürlich den Leuten, die eine flächendeckende Überwachung haben wollen, ein Dorn im Auge, dass man momentan noch völlig anonym einfach mit der Bahn fahren kann und deswegen hier dieses Pilotprojekt. Ja. Aber es geht ja noch weiter. Es geht ja nicht nur um die Erkennung von ganz bestimmten gesuchten Personen. Dafür braucht man natürlich deren biometrische Fotos. Die hat man aber, weil jetzt gerade das Passgesetz geändert worden ist. Das heißt, die biometrischen Daten, wo es vor 10 Jahren oder wann das war, bei der Einführung des elektronischen Personalausweises noch hieß, die werden nur auf dem Pass gespeichert und nirgendwo sonst. Ja. Die sind jetzt plötzlich zugreifbar, auch für die Bundespolizei, die dieses Projekt hier betreut. Mhm. Und genauso ist das bei Aufenthaltstiteln. Auch da ist ein biometrisches Foto natürlich in der Datenbank. Damit hat man eben sozusagen die Möglichkeit, jeden beliebigen Menschen, egal ob prinzipiell technisch gesehen erstmal betrachtet, egal ob diese Person jetzt gerade gesucht wird oder auch nicht. Man hat ja auch schon häufiger mal gehört, dass Strafverfolger teilweise auch eben eine eigene Agenda haben und die Werkzeuge, die sie nun mal haben, da auch missbrauchen. Genau. Das ist der zweite Punkt, aber ich komme noch zum dritten, denn es soll ja auch sozusagen eine bestimmte Verhaltensmustererkennung stattfinden. Ja. Da geht es nicht um die Suche nach bestimmten Personen, sondern nach bestimmten Verhaltensmustern. Und wie wir jetzt gerade schon aus anderen Studien wissen, ist es so, dass es ständig bei Flughäfen, wo solche Verfahren schon eingesetzt werden im Ausland, solche automatischen Verhaltenserkennungsverfahren, zum Beispiel ständig Leute auffallen, die die typischen Verhaltensmuster eines Selbstmordattentäters aufweisen, weil sie zum Beispiel dringend aufs Klo müssen. Und dann verhalten sie sich anders und fallen auf und es geht ein rotes Licht an und dann werden diese Leute eben einkassiert und mal einer genaueren Befragung unterzogen. Naja, man muss auch hier sagen, man sieht diese Verhaltensänderungen jetzt sogar schon beim Pilotversuch, weil es schon Leute gibt, ich zum Beispiel, die dann auch diese Erkennungszone oder den Erkennungsbereich von sehr verdächtige Hase, haben sie etwas zu verbergen. Das allgemein auch, also die Ströme sind schon etwas anders, man sieht sofort, dass eben Videoüberwachung sich auf das Verhalten auswirkt. Das kann man hier sehr, sehr schön sehen. Und von daher ist es interessant, das auch zu beobachten.
Das nennt man ja Chilling-Effekt, dieses Verhaltens ändern durch Videoüberwachung. Ja. Und wenn man sozusagen auch noch weiß, es geht nicht darum, dass vielleicht irgendwann mal ein Mensch diese Aufnahmen ansieht, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, weil so viele Videoüberwachungskameras ja überall laufen, sondern dass ein Computer analysiert, sozusagen, verhalte ich mich irgendwie auffällig, dann versuche ich so bemüht wie möglich, mich nicht auffällig zu verhalten. Mhm. Und das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Naja, und es ist noch ein anderer Punkt, also jetzt gibt es sicherlich Leute, die sagen, naja, die Verbrecher, die brauchen ja keine Persönlichkeitsrechte, die sollen damit gefunden werden. Jetzt ist das auch noch ein Punkt, denn jemand, der nur verdächtig ist, ist ja noch kein verurteilter Krimineller. Also das ist natürlich auch nochmal an sich schon problematisch. Aber selbst wenn man sich auf diese Argumentation begibt, ist es ja hier so, dass Gesichtserkennung für alle betrieben wird. Hm. Dass, wenn dann das Pilotprojekt erfolgreich ist und das in den Regelbetrieb, wie man so schön sagt, reingeht, dann ist es wirklich eine ganz starke Verletzung, weil ja alle dann der Gesichtserkennung unterliegen. Und die Bahn verspricht sich da vielleicht auch irgendwas davon, dass sie halt tatsächlich die Reiseströme besser analysieren kann, vielleicht später dann auch Werbung oder so. Aber das ist nicht das, was wir uns unter Privatsphäre vorstellen. Und deshalb wird es auch schwierig sein, dafür eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Aber man muss natürlich aufpassen und auch kämpfen, denn du hast vorhin darauf hingewiesen, es gibt ja tatsächlich Parteien, die sehr für solche Technik sind und sogar Initiativen gebildet haben. Videoüberwachungsvolksentscheid jetzt von der CDU. Um Videoüberwachung voranzutreiben. Und das ist natürlich gar nicht gut. Nee, wir leben da in einer interessanten Zeit, sage ich mal, denn es ist ja weiterhin so, dass es keinerlei stichhaltige Beweise gibt, dass tatsächlich Videoüberwachung zu weniger Verbrechen führt. Mhm. Ja. Das ist einfach der Punkt. Was es allerdings ist, ist, dass jetzt hier sozusagen aus Videobildern, die ja prinzipiell jeder machen kann, also ich kann es ja auch theoretisch mit meinem Handy durch den Bahnhof laufen und Videobilder machen, das ist die eine Qualität. Ich darf sie dann nicht unbedingt veröffentlichen, ohne diejenigen, die da betroffen sind, um Erlaubnis zu fragen. Aber das macht die Bahn ja auch nicht. Sondern wir kommen jetzt dazu, wo diese Videobilder tatsächlich zu personenbezogenen Daten werden. Ja. Und für personenbezogene Daten gelten natürlich ganz andere Regelungen als für einfache Videoaufnahmen von der Öffentlichkeit. Ja, und es ist natürlich dann immer eine Frage, wie gesagt, wenn man nicht aufpasst, dann kann es leicht zu Verletzungen der Privatsphäre kommen, einfach dadurch, dass die Bahn dann einfach, ja, die sammelt ja auch Fotos von Kunden auf Bahnkarten und so. Ja. Und dann sagen, ja, dann schauen wir mal, ne? Dann können wir auf diese Weise vielleicht auch herausfinden, wer wo Dass fährt. Die Bahncard 100 Leute das nicht missbrauchen irgendwie und jeden Tag zweimal hin und her fahren oder so. Ja. Wobei die Bilder, die auf der Bahncard sind, sind ja noch nicht biometrisch. Ja, ja. Noch nicht. Ja. Ich sage nur als Zukunftsperspektive, was alles noch kommen kann. Und da sollte man rechtzeitig aktiv werden, dass es eben so nicht kommt. Ja, es ist ja eine durchaus gewollte Strategie auch, dass solche Maßnahmen eben so Schritt für Schritt eingeführt werden. Erstmal, wie gesagt, überhaupt, dass biometrische Bilder angefertigt werden, die dann angeblich nur auf dem Ausweis gespeichert werden. Dann landen sie eben doch in einer zentralen Datenbank. Dann dürfen plötzlich doch Ermittlungsbehörden auf diese Datenbank zugreifen. Und dann gibt es plötzlich ein Pilotprojekt zur Gesichtserkennung. Und wie es dann weitergeht, kann man sich ja dann sehr gut vorstellen. Genau, das ist das Problem des Datenreichtums. Wenn Daten einmal da sind, dann werden sie auch benutzt. Deshalb muss man eben gleich von vornherein das Sammeln von Daten beschränken. Ja. Und das ist auch, glaube ich, hier der richtige Ansatz. Und da setzt sich halt die Piratenpartei ein, eben hier die Privatsphäre zu schützen und eben solche Ansinnen, wie hier jetzt sind, eben zu konterkarieren. Wir haben schon an einer großen Demo teilgenommen, an dem Tag, als dieser Pilotprojekt versucht an den Start ging. Ja. Allerdings, leider muss man sagen, gut, die Demo war mitten während der Ferienzeit, sie war an einem Werktag und sie war am Nachmittag, aber es waren erschreckend wenig Leute da. Ja, ja. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen auch erschreckt. Dass ich das Gefühl habe, dass so Datenschutz und Persönlichkeitsschutz und Privatsphäre-Anliegen einfach deutlich zu kurz kommen. Ja. Deutlich zu kurz kommen. Und dann kann die Bahn natürlich sagen, ja gut, wenn da 20 Leute gegen demonstrieren, dann kann es ja scheinbar kein großes Problem sein. Und es wird ja jetzt demnächst auch noch eine größere Demo geben, an der du ja am 9. September. Ja, die Freiheit feiern heißt sie jetzt. Das Freiheit. Ist
Freiheit feiern. Freiheit feiern schützt unsere Grundrechte. Das ist sozusagen die Weiterführung der Freiheit statt Angst-Demos, die es ja jetzt auch schon seit einem guten Jahrzehnt gibt. Mhm. In unterschiedlichen Zusammenstellungen. Und dieses Mal wird es tatsächlich ein großes Fest. Mhm. Den ganzen Tag, ja, genau. Auch in Karlsruhe findet es statt. Auch in Karlsruhe findet sozusagen eine Filiale dieser Demos statt, ja. Aber weil wir uns ja hier vor allem vielleicht an ein Berliner Publikum richten und natürlich möglichst auch viele Leute nach Berlin kommen sollen, damit da der Eindruck entsteht, dass das eine wirklich große Veranstaltung ist und eben nicht nur 30 Leute. Es wird ein großes Fest, es gibt Musik von der Bühne, es gibt interessante Organisationen, die sich da vorstellen, es wird eine Krypto-Party geben, es wird eine Tafel geben, das Hambacher Fest, wo man einfach mal so ganz basisdemokratisch sozusagen an die Ursprünge zurückgeht. Mhm. Und also ganz viele interessante Geschichten. Und es wird natürlich auch eine Demo geben, die startet und endet eben auch am Gendarmenmarkt. Das heißt, wenn man da hingeht, kann man erst ein bisschen mitfeiern, dann schön einmal eine Demo miterleben und dann weiterfeiern. Das geht dann eben auch bis spät in den Abend. Man kann jederzeit kommen, jederzeit gehen und es wird bestimmt ein toller Tag. Ja, also von daher kann sich jeder beteiligen an diesen Aktionen und am 9.9. dabei sein. Und wir sind natürlich auch dabei. Ja. Und ja, dann am 24.9. die Piraten wählen. Genau. Nach dem Marathon laufen Piraten wählen. Oder? Gut, vielen Dank.